Egal. Gehen wir halt rein, holen die Banane und gehen wieder raus. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist so die Situation. Stellt euch vor, ihr wart einkaufen, ihr brauchtet eine Banane und ihr habt die vergessen. So fühlt sich das an. Also von dem Level ist das die letzte Frucht, ja. Hey, eine Banane, wo kommt die denn her? Nee, nee, nee. Geht da mal nicht rein, hallo. Yay! Ich teste mal eben mit den Pikmin loslassen. Nehmen mal hier die Pikmin alle. So, und wenn ich das so mache, dann teilen die sich brav auf. Okay. Na gut. Scherzmond. Alter, eine Banane gibt dir richtig viel Saft. Mit drei Flaschen voll gemacht. Es sieht so aus, als hätten wir alle verfügbaren Nahrungsquellen erschlossen. Jetzt können wir unsere Vorräte nicht weiter aufstocken. Jetzt habe ich 65 Tage Zeit, den Endboss zu legen. Nice! Meinst du, du schaffst das? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich damals gebraucht habe. Ich habe ein paar Tage gebraucht, weil das ein scheiß Endboss ist. Weniger als 10 was Tage? Habe ich damals gebraucht oder brauche ich jetzt? Ah, auf schwierig brauche ich 20, weil die Zeit so wenig ist. Das Ding ist so stressig. Die Signal, ob das von Captain William kommt? Wenn wir Louis glauben können, muss es von ihm sein, ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern, Abmarsch. Wie gesagt, Pikmin 1, 2 und 3, 1 und 2 nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob man das irgendwie... Was? Ist das Captain Olima? Diese goldene Lebensform hat irgendwas mit ihm vor. Streicheln. Wir müssen ihn schnell retten. Komm, das ist so random. Das ganze Spiel über kriegst du von diesem goldenen Vieh nix mit und jetzt am Ende kämpfst du auf einmal gegen dieses Vieh.
auch angenommen, dass wegen diesem Ding die Schiffe immer crashen und so weiter. Das wäre krass. Pikmin anders als sonst scheinen sie den Weg nicht recht zu kennen. Dann sollten sie jemanden von uns führen. Ich werde die Pikmin zurück zu Drake bringen. Also dann? Der Captain und ich suchen den Überlichtschlüssel und stoßen dann zu ihnen. Also los geht's. Zeigt den Pikmin, wie die Olima tragen den Weg. Anführer übernehmen in dieser Reihenfolge das Kommando über Pikmin. Brittany, Charlie, Alf. Ach, das ist so ein Scheiß gewesen. Oh, ich hab keinen Bock. Okay. Was ist das denn? Gehört das zu der Kreatur von eben? Ich glaube, das ist eine und dieselbe Kreatur. Was? Aber sie wirkt völlig unversehrt. Cap, wir müssen hier weg. Rückzug. Ich mache mir Sorgen um Brittany. Ist die Lebensform durchsichtig, ist sie unbesiegbar. Eingesaugte Pikmin kannst du mit der Pfeife retten. Ich hasse so Chasing Mist. Ich will nie. Ich hasse doch. Ich kenne auch den Weg gar nicht mehr. Oh nein. Oh oh. Es kommt! Oh mein Gott. Hilfe. Ich hasse das. Ja, ich weiß, dass es da kommt. Ich hasse das. Das frisst mir jetzt aber nicht die gelben Pikmin weg, oder? Wir können weiter buddeln. Okay. Jetzt kommt's wieder. Man musste immer im Kreis rennen. Oh, ich hasse das. Buddelt schneller! Wir haben nicht ewig Zeit! Können wir Oli mal irgendwie mehr geben, damit er 10 hat oder so, damit er schneller läuft? Wie viele können wir dir geben? Oh, fliegende! Das wäre richtig smart. Komm. Ach du Scheiße. Ist das eine Trap? Das ist eine Trap. Komm, wir müssen hier raus. Wir müssen erstmal circlen. Oh, ich hasse das. Könntest das. Aber nicht jetzt.
Oh fuck, das sind keine Feuerviecher, das sind Wasserviecher. Nein, lass den doch nicht fallen. Lass den doch nicht fallen. Ach fuck, Brücken bauen müssen wir auch. Oh ey, das ist alles so stressig. Das ist ein Shortcut. Das ist schon mal gut. Hau den kaputt. Komm schnell. Die Steine schnell raus, bitte. Fuck, wir müssen hier raus. Schnell! Kommt! Wir müssen. Nein, Oli, mal liegt da. Nein! Hol Oli mal schnell. Oh mein Gott, das wird nichts. Fuck. Lost. Erster Tag. Over. Nice. Instant lose, weil ich gepennt... Ah, nee. Genau, so war das. Stimmt. Ah, Wasser-Pikmin rein. Stimmt. Kommt schnell. Vier regeneriert sich. Schneller. So, warte mal. Schon mal ein paar Gegner wegmachen, während das Vieh noch nicht wieder da ist. Oh, es lebt wieder. Aber ich glaube, hier kann man den auch gut kreisen. Also... Hier kommen wir auch gut weg mit dem Vieh. Wir müssen... Ich glaube, in der Mitte konnte das nicht rein, oder? Irgendwas war hier. Da kommt er. Mann, Tacken schneller. Will ich noch schneller? Nee. So, wir haben die Sprengdinger hier raus. Dann machen wir das Ding da kaputt, dann können die gleich die Brücke bauen. Das Vieh einen anderen Weg genommen? Nee. Doch, das Vieh hat einen anderen Weg genommen.
Stimmt, das shortcuttet einfach. Mistvieh. Ich erinnere mich. Aber es kommt nicht durch die Mitte hier, ne? Nee. Das Schlimmste ist, die Brücke ist nicht fertig. Welche Pikmin konnten richtig krass buddeln? Waren es die Stein-Pikmin oder die Gelben? Die Gelben, ne? Der Tag ist gleich rum. Bleibt im Loch, solange das Vieh da ist. Wehe, kommt raus. Bin zu schnell da gelaufen. Scheiße! Ich muss wieder hier lang. Nein, meine Pikmin. Hallo, hier bin ich. Bin hier, hallo. Hallo. Ach, er kann doch in die Mitte. Guck mal, wie süß. Ist schon ein bisschen süß, das Vieh. Ugh. Okay. Mach mal. Könnt ihr bitte nicht da durchlaufen? Seid ihr bescheuert? Okay, wir laufen noch eine Runde. Seid ihr dumm? So, ich darf nicht zu schnell laufen, weil sonst dreht der um und kommt dann wieder aus der Richtung, wo ich gerade lang gelaufen bin. Guck, wie schnell der ist. Ah, der kann hier drüber, ne? Captain folgt Brittany. Oh, scheiße. Das war Riff. Nimm das! Das wollte ich nicht. Ah, scheiße. Schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Scheiße. Hilfe! Schnell die Map wechseln. Vor allem. Guck mal, jetzt sind wir beim Schiff. Wir haben es doch jetzt zum Schiff geschafft. Wieso nehmen die Olima nicht mit? Ups. Und dass die Pikmin verwirrt sind, ne? Das kann man auch umgehen. Wieso tragen die Captains, die drei, nicht einfach mal selber den Olima? Egal. Wir haben am Anfang viel gemacht.
Problem ist, wenn mir Pikmin ausgehen, muss ich in die anderen Level und mir neue Pikmin holen. Als wir versuchten, Olima zu retten, wurden wir von einer rätselhaften Lebensform angegriffen. Allerdings schien es sie nicht auf uns, sondern auf Olima abgesehen zu haben. Ich frage mich, was der Grund dafür ist, wie dem auch sei. Vorerst sollten wir Olima zu Drake zurückbringen. Weil in dem Boss-Level habe ich keine Chance, neue Pikmin zu bekommen. Außer die wachsen da zufällig. Es gab zig Areale, Yoshi. Es ist... Oh. Ich habe eins im Kopf. Alter. Ja, aber die Blüten wandeln doch nur um. Da werfe ich doch Pikmin rein und es kommt eine andere Farbe raus. Du hast 230 Stein-Pikmin. Ja, okay. Kann man umwandeln. Ist okay. Hast ja recht. Dürfen wir die erstmal hochheben, bitte, bevor... Hm? Achso, wir sind wieder vorgegangen. Ich glaube, die Idee ist, dass der Rave-Oli mal nicht weglässt, während das Ding noch lebt. Welches Ding? Pikmin? Könnt ihr wieder kommen? Was ist das denn? Das Ding würde wahrscheinlich einfach dein Schiff crashen, wenn du versuchst abzuhauen, ohne ihn zu schwächen. Ihr sippelt mal. Hey, ich bin Florist. Boah, jetzt weiß ich, warum die so langsam sind, weil die keine Blüte auf dem Kopf haben. Ich glaube, wenn die eine Blüte auf dem Kopf haben, geht das nochmal einen Tacken schneller. Ich glaube, die sind schneller. So, wir gehen über die Brücke. Oh, die Spinne ist weg. Fuck, jetzt gab es auch noch mehrere Wege. Hier brauche ich die Sprengdinger, okay. Wenn sich diese Wand einreißen ließe, würde sich die Zeit, die man bräuchte, aus diesem Irrgarten zu kommen, verkürzen. Ah, das ist am Anfang hier, der... Oh. Okay, warte, jetzt muss ich auf das Vieh warten. Weil dafür ist extra dieser Kreis hier. Damit du das umrunden kannst, weil das ist Kacke. Thank you.
Jetzt warten, wo es lang geht. Hallo, könntest du bitte kommen? Ja. Das sind Shortcuts, genau. Aber die will ich ja. Run! Guck jetzt erstmal, okay, wir brauchen die Sprengdinger. Was? Olima wird angegriffen! Erzähl doch nicht! Warum lügt die mich an? Den kann man später besiegen. Am Anfang müssen wir erstmal diese riesige Tortur hier durchlaufen. Und das sage ich, wie es ist. Es ist eine riesige Tortur. Das ist das schlimmste Gebiet hier, by the way. Boah, hier habe ich Stunden verbracht. Kann es sein, dass die langsamer sind, wenn ich zu weit weg bin? Kommt. Eine scheiß Idee. Wer kommt denn nämlich? Ach du Scheiße, eine Sackgasse. Jetzt wird's spaßig. Durchs Wasser muss ich auch. Du könntest ja splitten und loopen. Ja, das stimmt. Wo hat er denn die her? Wo hat er die hergeholt? Nein! Auch nicht schon wieder. Wieso passiert mir das ständig? Schnell. Oh, ständig ruft er die Kackviecher. Ich muss auch später Captain splitten. Das ist das Schlimme. Weil ich muss hier durchs Wasser laufen. Hinterher. Gelbe, 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 gelbe. Ach, die gelben buddeln gerade. Jetzt muss ich die pflücken. Überhaupt nicht stressig. Und das Unfaire ist, er kann überall hoch. Ich aber nicht. Sind die jetzt hinten fertig? Können wir weiter? Kriegst 5, brauchst 10. Nice. Ja, ne? Richtig assi. Hab ich mir gerade auch gedacht. So, Komm, fliegt übers Wasser. Dafür habe ich die Fliegenden genommen, damit ihr über Wasser könnt. So. Ich habe immer Angst, dass die nicht hinterher kommen. Er kann halt auch hier hoch. Ich nicht, ne? Es ist halt so assi. Aber meine Pikmin. So. Wo bringt ihr die hin? Durchs Wasser, okay, das dachte ich mir. Oh, das ist ein Weg.
Ach lol, das ist ein Shortcut. Okay. Oh, warte mal. Okay. Die eine Seite haben wir schon mal offen. Wo kommt's? Von rechts. Ah, da. So, Problem ist, da hinten liegen noch Brückenteile. Muss jetzt rückwärts den Weg nochmal laufen. Kann ich nicht. Ach, kann ich nicht. Weil wenn er mir hinterher geht und die Brückenteile, die Brückenteile hier lang tragen, laufen die voll in ihn rein. Oder? Wo bringen die dir denn lang? Geht ihr auch den normalen? Nee, ihr geht da lang. Oh, das ist perfekt. Dann geht ihr machen. Das ist perfekt. Doch, die Blauen gehen ins Wasser. Aber ich habe gerade keine Blauen. Die Blauen sind an einer anderen Stelle. Die laufen immer zurück, da wo sie die Brückenteile angefangen haben zu sammeln. Problem ist... Ah ne, das ist ja jetzt offen. Das ist ja kein Problem. Euch wieder mitnehmen. Ich hoffe, der sammelt mir da nicht die ganzen Flugpigmen ein, während er da lang schlabbert. Spring doch einfach. Es wäre so einfach. Lauf mal. Die bewegt sich aber nicht, während ich pause, ne? Ne. Während ich pause. Hier waren die Steine drin, ne? Also das schaffen wir in der Runde eh nicht mehr, da noch die Steine hinzulegen. Ich weiß auch nicht, wofür war die 20er-Kugel. Für irgendwas war die. Obviously. Da ist noch ein Weg. Oh nein. Warum sagt er oh nein? Scheiße. Er ist voll durch meine Pikmin durch. Fuck. Okay, hat sie erledigt. Konntest du in den Rave schieben zum Stun? Oh, das wäre ja mega. Nichts, ne? Kriegt ihr es auf, bevor er kommt? Schneller! Oh nein. Run! Run, 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 run! Oh nein, das sind die fiesen Käfer! Oh nein! Schnell, 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 schnell. Habe ich das hier nur geöffnet für einen Rundgang? Oh mein Gott.
Ah ne, doch nicht nur für den Rundgang. Okay. Der Flieger hat zu wenig. Was hat der? In dem Loch waren doch safe wieder nur Bomben drin, oder? Ey, ich muss unbedingt den Shortcut machen. 5-10 waren bei... Nein, 5 von 5. 5 braucht er nur. Er bewegt sich dann trotzdem nur langsamer. Das würde auch voll ausreichen. Also 5 reichen. Packt da immer nur 10 in, damit der minimal schneller ist, aber... Das ist einfach nur für mein Feeling. Der wird auch mit 5-5 wird er von dem Vieh wegkommen.